Montagmorgen, es geht wieder los. Natürlich nichts gegessen, zwei Affenlollis mit. Ich habe heute eine lange Fahrt nach Schwerin und mache dort heute meine Arbeit und ja, mal gucken, was der Tag so bringt. Ich bin in Schwerin. Wunderschön hier. Jetzt sitze ich hier mit drei wunderbaren Kolleginnen und wir machen ein ganz tolles Mittagessen hier in Schwerin. Und ich habe mir eine Dorade bestellt mit einem Salat. Und jetzt guckt mal, was meine Kolleginnen sich hier reinhauen. Oh, cool. Gnocchi. Carbonara. Möchtest du mit aufs Foto? Ja, da bin ich. Guck mal, da ist sie. Ich bin voll auf Diät. Ja. Aber sie kann sich das auch erlauben hier. Ich nicht. Und noch einen leckeren Latte Macchiato hinterher. Der hat, glaube ich, 91 Kilokalorien. Uiuiui. Und was gibt's da? Espresso. Juhu. Auf dem Weg nach Hause nochmal schnell bei Rewe reingefahren, weil ich nämlich heute eine schöne, fruchtige Tomatensauce machen möchte und dazu ein paar schöne Nudeln. Wunderbare Tomatensauce und die kann man noch mit Basilikum oder Grano Padano oder wie auch immer das heißt und Büffelmozzarella verfeinern mit Spaghetti und leckeren Tomatenmozzarella. Guten Appetit!